Trotzdem gibt es Menschen, die um nichts in der Welt über diese Brücke gehen würden. Sie leiden an Höhenangst. Eine davon, Ursula Kübler. Mithilfe ihres Therapeuten Stefan Hammel will sie nun ihre Angst überwinden und wagt sich an das Abenteuer Hängeseilbrücke Geierlei. Da ist die Brücke. Ja, danke. Und wir haben miteinander gearbeitet. Ja. Und nachdem du vom Pferd gefallen bist, hast gesagt, hast Angst vor Brücken gehabt. Genau. Ja, ist ja nicht nur von Brücken, sonst wenn ich irgendwo oben hoch bin. Ja. Und wir haben herausgefunden, wenn es ein bisschen schaukelige Brücken sind, dass es dann eher noch schlimmer ist, als wenn es so schöne, stabile, massive Brücken sind. Ja, auf jeden Fall. Ja. Was haben wir für eine Landschaft machen? Eine Straße drunter oder was? Also mir wäre sehr recht diesen Asphaltweg, den wir eben gelaufen sind, mit rechts und links Stoppelfeldern, und ich kann das auch steuern. Also ich habe hier schon. Okay, du hast deine Fernsteuerung schon in der Hand, deinen Zapper. Genau. Und jetzt stell mal das ganze Bild so ein, wie du es gerne haben möchtest. Und du hast immer intensiver dieses Stoppelfeld. Und du kannst es mit deinem Zapper, die Asphaltstraße und dieses Stoppelfeld immer intensiver machen. Ja? Ja, das stimmt. Und wenn du dir vorstellst, nicht du bist in der Landschaft mit der Brücke, sondern die Landschaft mit der Brücke ist in deinem Gehirn abgebildet. Dann kannst du sehen, dass das in deinem Kopf passiert. Wenn du die Augen zumachst, siehst du die Brücke. Ja. Und du hast ja den Zapper. Du bestimmst, wie viel Stoppelfeld und flachen Weg oder wie viel Brücke. Mhm. Okay. So, jetzt. Okay. Da ist sie. Das ist auch noch rutschig. So. Was ist denn hier? Gut. Okay. Du hast deinen Stoppelacker. Ja. Guck dir mal deinen Stoppelacker an. Okay. Guck dich mal um, das ist Stoppelacker ringsumher, auch wenn es anders aussieht. In Wirklichkeit ist es Harry Potter-mäßig verwandelt, der Stoppelacker. Ja. Und das ist durch irgendeinen Zauber verwandelt, sieht nur aus, als wäre es ein Tal. Okay. Und durch ein Zauberblendwerk nennt man das, glaube ich, in der Magie. Durch irgendwelche Leute, die dachten, sie könnten dir was anhaben. Ja. Haben durch ihr Blendwerk gedacht, sie könnten dich daran hindern, diese Brücke zu überqueren. Okay. Da haben die sich aber geirrt, oder? Ich hoffe. Ja? Ja. Magst mal ausprobieren, du kannst dich umdrehen. Geht. Ja. 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 Scheiße. Was ist Scheiße? Nee, ich weiß auch nicht. Ah, vorher ging es nicht, jetzt geht's. Ja. Guck mal da. Ja. Sag deinem Gehirn noch einen schönen Gruß. Es soll die Schönheit dieser Landschaft genießen. Es kann dir jederzeit wieder Stoppelacker. Ich muss mal was probieren. Ja, mach mal. Ja, okay. Cool, ha? Ja, okay. Cool. Du kannst dir, wenn du willst, vorstellen, so wie so ein Adler über das Tal zu fliegen. Guck mal die Schönheit von den Bäumen, von der Landschaft an. Stell dir mal vor, wenn wir da hinten rüberfliegen, wo das blaue Stück Himmel ist. Du kannst mal die Flügel ausbreiten, so fühlen, wie das ist, mit dem Aufwind immer hochgetragen. Ja, schön. Gut, das ist oder? Angenehm, ja. Das ist macht angenehm, Spaß, oder? Ja. Klasse. Schön. Ich sehe es nicht so tief im Moment. Ich habe es aufgefüllt und für mich war diese Möglichkeit, mir vorzustellen, dass rechts und links Äcker sind und Hasen und eine andere Welt eben. Und letztendlich ist es ja wirklich so, dass wir uns alle unsere Welt irgendwie konstruieren. Und ich habe sie mir eben einfach anders konstruiert. Dadurch kann ich jetzt hier stehen. Ich bin super stolz, dass ich bis hier hingekommen bin, aber ich freue mich auch, wenn ich hier wieder runter bin. Ich kann jetzt sogar da durchgucken.